Hallo Welt, da sind wir. Wieder auf dem Weg, Castor Rothand zu töten. Na, hoffentlich schaffen wir das jetzt auch. Ja, es soll etwas sicherer werden hier. Aber etwas scheint doch hier auch noch für uns zu sein, irgendwo. Oh, der Brunnen. Natürlich, der Brunnen. Jemand hat was versteckt im Brunnen. Verborgenes Objekt entdeckt. Oh, und hier oben ist auch noch ein Steinhaufen oder was? Tatsächlich. Da ist doch des Schülers Ring. Den brauchen wir doch zum Verkaufen. Oder zum Wegwerfen nachher. So, jetzt haben wir alles eingesammelt hier. Das Huhn ist auch aufgeschreckt und wir können uns jetzt der Aufgabe widmen. Ja, wie kommen wir denn dahin? Oh, Moment. Freund oder Feind? Der Kampf auf der Brücke. Oh, da sind ja noch mehr. Heiß, heiß, heiß für euch. Ihr solltet uns doch auch schon kennen. Ja, Moment. Wir brauchen eure Bänder. Und die Münzen. So viele habt ihr schon geräubert heute Nacht. Na, da haben sie schon einige Reisende überfallen wahrscheinlich. Aber bei uns ist Schluss. Das lassen wir doch nicht mit uns machen. Ach so, ja. Wir dachten doch, wir wollten irgendwie hier rauf oder so. So war doch mal der Plan. Ja, wir gucken am besten mal, welcher Weg dorthin führt. Och, Quatsch, hier rauf. Wir müssen einmal ganz rum. Hier scheint auch so eine Art Dorf oder so etwas zu sein. Ein echtes Banditendorf vielleicht. Oh, da kommen wir nochmal in eine ganz andere Gegend hier, von der Gegend. Das ist dann nicht mehr die Heide, glaube ich. Irathel-Ebenen. Ah, okay. Okay, es geht weiter. Oh, über Nacht sind hier oben schon wieder welche eingezogen. Das gibt's ja gar nicht. Mal gucken, ob wir uns da geschickt ranschleichen können. Ja, leider. Schläft da nix. Na, okay. Ein bisschen Verlust gibt es. Hier mit euren Pfeilen, ha? Ich mit meinem Geiz, was die Lebenstränke angeht. Wir haben einen Alchemisten in Eiten, also können wir da auch neue Tränke wieder herstellen? Oh, nicht mal getroffen. Du bist gar kein freier Mann. Wenn überhaupt, bist du eine freie Frau. Aber komm, wir befreien dich jetzt mal. Hey. Ja gut, die freien Frauen, die haben keine Lederbänder der freien Männer, oder? Oh, irgendetwas gibt es hier auch noch. Scheinbar. Okay, wir kommen nicht ran. Vielleicht beim nächsten Mal. Wir waren vielleicht erst vor kurzem hier. Ja, keine Lederbänder hatten die dabei. Wow, die sind noch ganz neue. Die haben noch keine Lederbänder. Die müssen sie sich erst verdienen wahrscheinlich. Okay. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt hier durch diese Schlucht. Oh, ist hier irgendetwas drin? Nein. Moment, ist das so bequem hier? Mit Polsterung, richtig? Ja.
Oh, wenn die da sitzen auf dem Karren, wollen sie bequem sitzen. Die hatten keine richtige Federung, also müssen sie dann wenigstens ein gutes Polster haben. Trotzdem haben die bestimmt mit der Zeit Rückenprobleme bekommen. Ha, was haben wir denn da? Einen Wissensstein. Extra für uns und so schön beleuchtet hier alles. Ah, das ist ja herrlich hier. Sieht ja echt gut aus. Seien die, dass die Banditen irgendwie garstiger werden so langsam. Naja, von denen bekommen wir wenigstens ein paar Armbänder hier. Dem Burschen hier auch? Ja. Wir blicken von unserem hohen Hügel herab, spüren die letzte warme Berührung der Sonne am Rücken und fragen uns, ist dies das Ende unseres endlosen Tags? Welche Hoffnung können wir in den Wandel der Zyklen setzen, wenn der Winter kommt und nicht wieder geht? Wir bewundern unseren vielleicht letzten Sonnenuntergang, frierend und sterbend. Aha. Hier gab es wohl irgendwie ein Problem mit dem Wetter scheinbar. Ja, es ist ja wieder Tag. Schön. Vorsicht, leise. Leise, leise. Armband nehmen wir gerne mit. Oh. Schöne Armbänder. Ja, für uns. Und der Tod, die Erlösung für euch, sozusagen. Oh, irgendetwas Verfluchtes ist hier. Aber auch was Blaues, oder? Schwarzer Kohusch. Schwarzer Kohusch. So, mal sehen, was haben wir denn dann hier? Eine Etage höher bewegt sich was? Okay, an den einen Burschen können wir uns anschleichen. Oh.
ich mag mein Feuer. Ich mag das doch mit dem Feuer. Oh, die sind aber auch nicht langsam. Castors Zorn haben wir geschafft. Ja. Banditenpack, hä? Freier Mann Armband. Und noch ein bisschen was zum Einsammeln. Noch mehr zum Einsammeln. Und hier haben wir was zum Einsammeln. Primitive. Sylvanit-Chakrams, so, das sieht aber hübsch aus. Wir können hier mal gucken, ob die mehr können als die Sachen, die wir da so haben. Oh. Des Henkers Handwickel und so Kram. Ja, entweder wir reisen zurück nach Dalentart, um da was zu verkaufen, oder wir ziehen die Sache hier nochmal durch mit dem Verkaufen in dieser Gegend. In Dalentart haben wir ja schon angefangen, jetzt schön zu verkaufen. Also, schön zu verkaufen hier und eine schöne Sortierung dazu machen. Ach, hier. Das ist das. Das ist doch diese Schatzkammer, glaube ich. Aber Moment mal. Ach, wir sollten hier runter? Darunter möchte ich jetzt gar nicht so gerne. Okay. Das lenkt uns nur zu sehr von unseren Aufgaben ab. So viele Armbänder. Das sind doch bestimmt schon 20 Stück, die wir da haben. Das kann doch nicht die Feste sein, oder? Diejenige welche. Ich dachte, dazwischen wäre noch irgendwie ein größeres Dorf gewesen. Das wird knapp. Die können wir noch nehmen, die Sachen, aber dann war es das auch. Jetzt passt doch nichts mehr rein. Ja, genau. Das hatte ich schon befürchtet. Und jetzt? Ja, das Armband, das müssen wir doch noch irgendwie tragen können. Wir nehmen mal irgendwas auseinander von dem Zeug, das wir da so gesammelt haben. Och, so viele Sylvanit-Dolche. Sylvanit-Dolche. Richtig viele Dolche haben die hier, aber keiner ist so gut wie unsere. Ja, dann nehmen wir hier so einen Dolch mal auseinander eben. Ach, können wir gar nicht. Wie, ich dachte, wir könnten das zum Plunder hinzufügen vielleicht erst. Ah, und den Plunder dann zerstören, ja. Okay. Das
So. Na, das ist ja schade. Also da haben wir wieder die Feste, da könnten wir eigentlich ja wieder dann Waffen und Rüstungen verkaufen. Ratovas Gegenstände verkaufen, wollen sie uns jetzt wieder andrehen? Ja, genau. Da ist der auch noch was zu tun. Ist das oben? Oben in der Ecke eine Sterndistel steht ganz alleine hier rum. Ah, wir haben sie aber schon. Ja, vielleicht sind wir ja schon dann so beliebt hier, dass sie uns eine Karte wieder anbieten. Ein Häuschen hier. Oh, ein Wissensstein. Die Feen schwinden in diesen vergessenen Hügeln dahin. Unsere Magie lässt nach, je mehr die Sterblichen das Land mit Hacke und Pflug bearbeiten. Die Heide wurde von uralten Winden und Strömen geformt und von der Zeit, den unzähligen Zyklen des großen Kreislaufs. Die Sterblichen sehen den Gang des Kreislaufs in dieser müden Erde nicht. Doch die Felder werden älter. Und eines Tages werden dies auch die Bewohner werden. Ja. Das ist weise. Die Felder werden älter, die Bewohner, alle werden älter. Wir laufen hier einfach mal übers Feld. Auch die eine hat's richtig umgehauen. Und wer macht die weg, die Leichen auf den Feldern? Also ich erstmal nicht. Wenn ich das könnte, würde ich das auch machen. Ah, hier wächst was. Ysas Atem. Ja, wenn wir unsere Sortierung jetzt beibehalten wollen, aber wir haben so viele Dolche, können wir die nicht irgendwo verticken bei irgendeinem... Seid gegrüßt. Bei irgendeinem Händler? Der wird uns wieder irgendeine Belohnung geben wollen, die wir dann nicht tragen können. Also bei einem reisenden Händler würde ich die Dolche verticken wollen. Verkauft sie hier nicht auch was? Singende Nell. Seid ihr hier, um der alten Nell einen Besuch abzustatten? Was ihr sucht, ist nicht Nells Gesellschaft, sondern das Dorf. Dort gibt es Läden und Leute, die Handel treiben.
Och, so alt sehen sie gar nicht aus. Ich habe dem Rondhof geholfen. Es ist schön zu hören, dass der Wahnsinn dort ein Ende gefunden hat. Vielleicht können die Rons ihre Beziehung zu Aiden ja wiederherstellen. Ja, ich hoffe, dass das wieder klappt. Lebt wohl. Flattert davon. So alt sieht sie gar nicht aus. Entschuldigung. Ja. Gehen wir doch erstmal. Was ist denn? Ich überlege, wie ich das machen soll mit dem Verkaufen. Ach, wir laufen noch, oder? Wir verkaufen die Sachen, die wir jetzt hier haben, verkaufen wir hier in der Gegend alles. Ja, aber so viele Händler haben wir hier gar nicht. Wir haben hier nur zwei Händler. Einen Alchemisten und einen... Nicht-Alchemisten. Ja, ich überlege mir das noch. Wir könnten ja mit der Schnellreise schnell ins alte Gebiet und dann die Sachen da nochmal verkaufen. Ach, das sind hier in diesem Biom ja jetzt keine besonderen Sachen. Ja, ich glaube, so machen wir das in der nächsten Folge. Ja, dann bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. In dieser Folge haben wir... Ja, haben wir hier... was haben wir eigentlich gemacht? Wir haben den Castor haben wir besiegt. Castors Banditen haben wir besiegt. Wo ist die Aufgabe? Wie hieß die Aufgabe? Wasser des Wahnsinns. Nein, ist das nicht. Castors Zorn haben wir. Castor Rothand getötet. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.